Hallo ihr Lieben, ich habe einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Barry Hack von der Agentur KMR. Und ich freue mich riesig, dass er da ist, denn er wird die Tradition unseres Weihnachtsmarkts weiterführen. Und die Agentur hat auch noch weitere Veranstaltungen, nämlich den Abendmarkt und Musik und Wein übernommen. So ist es. Barry, schön, dass du da bist. Ja, freut mich sehr. Hallo Ariane. Wie wird der Weihnachtsmarkt in Bad Cannstatt aussehen? Ja, es wird den Weihnachtsmarkt wieder geben. Der Fokus liegt bei uns auf der Marktstraße. Wir wollen die Marktstraße, die Innenstadt von Bad Cannstatt, neu beleben, frisch beleben. Wir wollen einen Sternenmarkt in Cannstatt etablieren, wollen über die Marktstraße einen großen Sternenhimmel spannen, wollen die verschiedenen Weihnachtsmarkthütten und Stände eng aneinander stellen und damit ein Gemeinschaftsgefühl von Erbsenbrunn bis Stadtkirche schaffen. Wie werden die Geschäfte in den Weihnachtsmarkt integriert sein? Weil das ist ja, die Marktstraße hat ja vorwiegend Ladengeschäfte in den EGs und Cafés. Wie werden die in das Konzept integriert? Ja, sie werden auf jeden Fall alle informiert und wir wollen sie auf jeden Fall auch alle gerne dabei haben, weil wir der Meinung sind, nur miteinander, sowohl mit den Ladengeschäften als auch mit den Bewohnern in Bad Cannstatt schaffen wir es, einen Sternenmarkt hier so attraktiv zu machen, dass hier ganz, ganz viele Leute herkommen. Das ist natürlich unser größter Wunsch und glauben auch, wenn alle mit zusammen an einem Strang ziehen und vielleicht sogar die Hütten bespielen, was natürlich sehr, sehr wichtig wäre, dann glauben wir wirklich, dass es auch klappt, hier etwas zu etablieren, was ganz viele Jahre lang funktionieren kann. Ich habe dir ja vorhin erzählt, einen sehr schönen Weihnachtsmarkt, den ich kenne, ist in Bad Hindelang. Und da machen auch alle Ladenbesitzer mit und alle Vereine und auch selbst Privatleute, die irgendwas herstellen, machen eine eigene Hütte. Und ich fände das eigentlich wirklich toll, wenn die Geschäfte vor ihre Schaufenster Hütten machen und so praktisch ein weihnachtliches Schaufenster davor dekorieren, um die Leute reinzuholen. Und könnt ihr ja alle Cafés, alle Läden, alle Vereine können mitmachen. Ja, das wäre natürlich super, wenn wir sowohl Bewohner als auch Ladengeschäfte hätten, die dann auch das Sternenthema eben mit uns zusammen spielen, ihre Ladengeschäfte entsprechend dekorieren, so dass es am Ende ein einheitliches Bild ist und man auch durch diesen Sternenhimmel, den wir über die Marktstraße spannen wollen, auch wissen, dass es am Ende ein einheitliches Thema ist und dass wir auch dem Namen Sternenmarkt Weihnachten in Bad Cannstatt gerecht werden. Ah, das ist eine schöne Idee. Also der Stern, dass man praktisch ein eigenes Motto hat, was nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Absolut, ja. Wie werden diese Sterne aussehen? Also was sind das, Lichtersterne? Oder wie stelle ich mir das vor? Wir hatten ja schon an den Laternen, gab es ja schon länger diese großen Sterne. Genau, also vereinzelt sollen es Sterne werden, die natürlich dann auch in den Tannenbäumen ähnlich hängen. Wichtig ist uns aber natürlich auch, dass über der gesamten Marktstraße das so aussehen soll mit Lichtern natürlich, als würde man in den Sternenhimmel gucken. Und schön. Das wollen wir wirklich flächendeckend über die komplette Fläche, wie gesagt, von Stadtkirche bis zum Erbsenbrunnen machen, sodass, wenn man über die Marktstraße läuft, nach oben schaut, das Gefühl hat, als würde man in die Städte schauen. Klingt eigentlich schon mal richtig gut. Ja. Sag mir, von wann bis wann wird der Weihnachtsmarkt sein in diesem Jahr? In diesem Jahr vom 30. November, also vor dem ersten Advent, bis zum 23. Dezember. Kurz vor Weihnachten kann man also bei uns auch noch Geschenke und Ähnliches kaufen und nochmal Besorgungen machen. Also doch eine ganz schön lange Spanne. Was ist, wenn ich jetzt gerne auch so eine Bude mal bespielen möchte, aber 4 Wochen mein Geschäft nicht zumachen kann? Was kann ich da machen? Ja, auch da haben wir uns Gedanken drüber gemacht. Uns ist natürlich wichtig, dass erstmal jeder die Möglichkeit hat, wenn er möchte, in irgendeiner Form teilzunehmen. Und tatsächlich, wenn man jetzt noch ein Ladengeschäft hat oder ähnliches, das die ganze Zeit zu bespielen, wird wahrscheinlich schwierig. Dementsprechend haben wir uns an dem Konzept schon von der Vorgängeragentur angedockt, dass wir so eine Art Wechselhütte machen wollen, dass wir tageweise oder wochenweise entsprechend das anbieten, wenn beispielsweise jemand Kunsthandwerk hat oder Klamotten herstellt und sich aber nur Tage einbuchen möchte, dass er das dann auch tun kann. Ach, das ist cool. Wo kann man sich da melden? Bei uns, bei der Agentur, also direkt bei der Agentur KMR, die übrigens auch im schönen Stadtteil Bad Cannstatt sitzt. Das ist gut. Das ist ein Heimspiel, was ihr macht. Mehr oder weniger, ja. Also wenn man im Stadtteil arbeitet, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass es attraktiv ist. Sehr gut. Wir verlinken natürlich unter dem Video auch die Adresse. Gerne, absolut. Ich glaube, dass es Potenzial hat. Jeder, der Ideen hat oder offen ist, wir wollen es ja letztendlich für die Cannstatter machen und für die Umgebung machen. Und ich würde erstmal sagen, wenn es eine plausible und gute Idee ist, dann darf man sie anbringen. Ja, natürlich. Ja, also wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, könnt ihr sie auch unter dieses Video posten.
Ich freue mich auf jeden Fall, Barry, dass wir jetzt mal quatschen konnten. Ich hoffe, ja, wir quatschen mehrfach und gucken nochmal, wenn es dann losgeht, was dann noch Neues gibt. Aber jetzt sind wir erstmal auf dem neuesten Stand. Und wenn ihr Fragen natürlich habt, könnt ihr sie auch unter das Video posten. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass es weiterhin einen Weihnachtsmarkt in Cannstatt geben wird. Wir vielen Dank für den Mut, dass ihr das nochmal angeht. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Und vielleicht muss man auch nochmal ganz kurz zum Schluss sagen, auch nochmal danke an diejenigen, die es ermöglicht haben, auch an unsere Vorreiter. Also ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man im Guten vor allem, also wirklich an der Stelle auch an die Agentur, die das davor gemacht haben, im Guten auseinandergegangen sind und wir einfach versuchen jetzt den Wunsch der Cannstatter, das weiter zu betreiben, so durchzuziehen, dass es am Ende auch eine Tradition hat. Wie habe ich mal sagen hören, im ersten Jahr ist es ein Versuch, im zweiten Jahr eine Wiederholung und ab dem dritten Jahr spricht man dann von einer Tradition. Und das wäre unser Ziel. Und auf dem Weihnachtsmarkt wird es noch etwas ganz Besonderes geben. Neben der Stadtkirche wird es nämlich eine Begegnungshütte geben. Ja, ob es jetzt tatsächlich eine Hütte ist, können wir noch nicht verraten, beziehungsweise wissen wir selber auch noch nicht genau. Kann auch ein Zelt sein. Auf jeden Fall wird es Aktionssamstage geben, an denen wir Kinder, Familien, Eltern, Omas, Opas, alle dazu einladen, zu verschiedenen Aktionen in dieser Hütte, dem Zelt oder was es dann am Ende auch wird, was zu machen, was zu basteln, was auf jeden Fall mitzunehmen. Das heißt, es gibt dann unter einer Anleitung verschiedene Aktionen, die man da basteln kann, vielleicht was ausstechen kann, aber zu viel muss ich da jetzt noch gar nicht verraten. Und abends kann man da zusammenhocken oder tagsüber kann man auch rein oder das zu sein? Das ist oder? Das Ziel, dass wir die Hütte natürlich permanent, die Hütte oder das Zelt permanent bespielen. Das heißt, dass man da die Möglichkeit bietet, sich dort reinzusetzen, dort zusammen Glühwein zu trinken, dass man auch, wenn es hier mal regnen sollte oder schneien sollte, dass man die Möglichkeit hat, sich auch irgendwo unterzusetzen. Na, das klingt doch toll. Egal bei welchem Wetter, können wir ab dem 30. November unterm Sternenhimmel Glühwein trinken. Ich freue mich drauf. Klingt toll. Ich möchte einen haben. Ja, gerne. Warum nicht? Treffen wir uns da, Janne. Ich finde es schön, wenn wir, auf jeden Fall. Wenn wir also, uns da treffen. Das haben wir schon feste Verabredung. Am 30. abends trinken wir den ersten Glühwein. Gerne. Hoffentlich kommen viele dazu. Ja, viele. Bis dann. Tschüss. Tschüss.